Verehrte Muslime, die Zeit der Unwissenheit, also die Jahiliya, vor dem Islam, war eine dunkle Zeit. Auf der arabischen Halbinsel herrschte ein rigides Stammesdenken. Herkunft, Rasse, Abstammung und Reichtum bestimmten den Rang eines Menschen. Die Starken unterdrückten die Schwachen. In solch einer Zeit hat der Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, sich für Frieden und Liebe eingesetzt. Er sagte: O ihr Menschen, euer Erhalter ist einer, euer Vater ist auch einer. Weder steht der Araber über dem Nicht-Araber oder der Nicht-Araber über dem Araber, noch steht der Dunkelhäutige über dem Hellhäutigen oder der Hellhäutige über dem Dunkelhäutigen. Überlegenheit besteht allein in der Gottesachtsamkeit. Überlegen ist, wer Allah nahe ist, wer Taqwa besitzt. Liebe Geschwister, niemand ist wegen seiner Hautfarbe, seines Geschlechts oder seiner Herkunft einem anderen überlegen. Andere Menschen wegen ihrer Abstammung oder ihrer Herkunft herabzusetzen, bedeutet, die Weisheit hinter ihrer Erschaffung in Frage zu stellen. Niemand kann sich seine Eltern oder seine Herkunft aussuchen. Umso trauriger ist es, dass unzählige Kriege allein aus rassistischen Motiven geführt wurden und heute leider immer noch geführt werden. Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben, ungerecht behandelt und getötet. Den höchsten Preis dafür bezahlen Frauen, Kinder und alte Menschen. Liebe Geschwister, lasst uns zurückdenken an Bosnien. Dort wurden unsere Geschwister wegen ihres Glaubens von ihrer Heimat vertrieben und am 11. Juli 1995 in Srebrenica gnadenlos ermordet. Das geschah mitten in Europa, vor den Augen der ganzen Welt. Rassistische Propaganda ist immer und überall ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir trauern um die jungen Menschen, die vor einigen Jahren in Hanau ermordet wurden. Wir erinnern uns an Marwa al-Sharbini, eine 31-jährige Muslimin ägyptischer Herkunft. Sie wurde bei Gericht von einem Rassisten ermordet. Auch das Leid der Familien, deren Angehörige durch den NSU ermordet wurden, dauern immer noch an. Die gesamte Gesellschaft muss sich gegen Rassismus stellen, um die gesellschaftliche Pluralität zu schützen. Im Koran heißt es: Zu seinen Zeichen gehört auch die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenartigkeit eurer Sprachen und Farben. Darin sind fürwahr Zeichen für die Wissenden. Rassismus hat keine Hautfarbe, keine Nationalität und keine Religion. Rassismus ist wie eine Krankheit. Sich gegen jede Art von Rassismus zu stellen, gehört zu unseren Aufgaben. Unser Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, sagte: Wenn die Menschen einen Tyrannen sehen und seine Ungerechtigkeit nicht verhindern, ist es unausweichlich, dass alle bestraft werden. Die Grausamkeiten im Namen des Rassismus dürfen nicht vergessen werden. Wir müssen uns darum bemühen, dass rassistische Ansichten nicht an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Wir alle sind Kinder Adams. Lasst uns die Predigt mit einem Prophetenausspruch beenden. Unser Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, sagte: Wer zu Rassismus aufruft, gehört nicht zu uns. Wer für Rassismus kämpft, gehört nicht zu uns. Wer für Rassismus stirbt, gehört nicht zu uns. Vielen Dank.